Hallo und willkommen zurück zu Trails into Reverie, wo diese Folge ausnahmsweise mal wieder gekämpft wird nach den beiden langen Story-Folgen. Ich habe die Leute ausgerüstet, die Trying hier an to Trial 5 presently. teilnehmen. Ich bin noch nicht sonderlich akribisch vorgegangen, aber so, ja, ich denke, sie haben eine ganz akzeptable Ausrüstung bekommen. Da musste vor allen Dingen Rian drunter leiden, der jetzt fast nichts mehr hat an Ausrüstung. Genau, Ash, Swin, Ren und Rishia. Um die vier geht es hier. Oh. Da kommen auch aber bekannt vor. Ist das dieser Leo Erebonianis oder wie der auch immer hieß? Das sieht mir nicht aus wie einer der Archaismen der Gesellschaft. Auch kein Magic Knight. Ich gehe mal davon aus, dieses ist eines der Wesen, die Erwecker von Divine Knights auswählt. Ja, das hier ist der weiße Schatten, den Schwarzer und die anderen vor 2 Jahren bekämpft haben. Das Gegenteil von dem erhabenen schwarzen Schatten. Ja, irgendwas habe ich mal darüber gehört. Prüfung oder nicht, wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten bei diesem Gegner. Du willst mir damit sagen, das artet hier in wirklich in Arbeit aus? Na, großartig. Ach, hör auf zu jammern. Wir haben echt ein krasses Team an unserer Seite. Mit uns Vieren hier sollte es echt ein Kinderspiel sein, den hier zu erledigen. Ich weiß noch, also damals war das ein schwieriger Gegner. Habe ich nicht auf Anhieb geschafft in Trails of Cold Steel 1. Der hat ja auch immer. Das war das erste Mal, dass ein Gegner so Leute eingesogen hat und die man erstmal befreien musste und so. Ja, ihr anderen versucht einfach mit mir mitzuhalten. Denn ich werde jetzt nicht auf euch warten, dass ihr irgendwie mal klarkommt, während ich hier ihm den Arsch versohle. All threats will be eliminated. Ja. Zero Craft hätte ich gerne, kriege ich aber nicht. Nicht mit 50 CP. Ich krieg keinen so schnell auf 100 CP. Müssen wir erstmal zaubern. Also dadurch sind wir denn dran, ja, das ist dann doch gut. Wobei, da kommt der Zauber durch. Wir kriegen den Zero Craft nicht, aber er eben auch nicht, der Gegner auch nicht, das ist gut. Rishia ist hier unsere Ausweichkünstlerin in diesem Team. Activating Drive. Seven Excalibur Weak. Nur damit du hier mal stehen bleibst, machen wir das gerade mal so. Warte mal, der kostet 540 EP. Oh. Ich muss noch mal eben gucken, welche Order ich überhaupt zur Verfügung habe. Delay minus 50%. Auch nur für 2 Runden, oder wie? Hier steht ja Delay minus 50% für 6 Turns. Und hier steht einfach nur Delay minus 50%. Mit der Crit-Rate bekommen wir dann mehr BP wieder. Ich habe also nichts, um mich zu schützen, oder? Ne. Na gut.
Okay, er hat sich Ash geschnappt. So viel zu dem Zauber. Zum Glück wird das Mana erst dann abgezogen, wenn der Zauber auch ausgesprochen wird. So, Swin. Dann gehe ich jetzt aber doch mal in Sachen Shadow Step, dass wir mehr, also dass wir weniger Delay haben. Dass wir öfter drankommen. Nee, du hast glaube ich nichts, was wir noch brauchen. Genau, Kashimura kommt da gleich. Na, du könntest auch ein Fortuna machen. Weil Damage werde ich gleich mit Magie machen, denke ich mal. Ren kann gleich mal ihre Zauber auspacken. Jo, du hast leider nichts, wogegen der Gegner richtig anfällig ist. Schade. Wusste ich ja vorher nicht. Einfrieren ist wahrscheinlich nicht so die Sache für ihn, ne? 0%, ne, okay. Ach, Schlaf wäre anfällig gewesen. Habe ich aber nicht. Dann eben so. Activating Drive. On it. So. Sammel du sonst auch erstmal CP. Death awaits you. Er saugt jetzt von Ash die Lebenskraft aus. Das ist ja krass. Boah, ich habe einfach keine CP. Das ist grausam. Hat das jetzt eigentlich viel Schaden gemacht? Nee, ne? Ich hab sonst nichts. Blenden könnte vielleicht auch funktionieren. Mal gucken. Blind 10%. Ja, aber es lohnt sich dann nicht. Wenn ich jetzt sage, ich blende ihn, macht dafür aber keinen Damage. 5% Blendchance? Nee. Drive. 21.000, weil es kritisch war. Naja, immerhin Ash befreit. Sure. CP plus 50. Aber wir machen das immer so. Delay ist jetzt natürlich krass. Unbalance Chance haben wir hier B. Aber kostet auch 80. Oh, warte mal, Nightmare. Hier haben wir eine Nightmare Chance, das sollten wir nutzen. 32%ige Nightmare Chance und das hat geglückt. Wunderbar. Ich überlege, ob ich Ash heilen soll. Ich
Oder da genau, da wir nicht geschützt werden, wir könnten uns so schützen. Oder wir keine Order für Schutz haben. Ready? Keep at it! It's mine! Go! Now then. Activating drive. Not with me. Yeah. Alles wieder gecancelt. I'm going. Es würde zumindest die beiden noch erwischen. Machen wir das auch. Wahrscheinlich macht der Gegner sowieso immer Flächenschaden gegen alle, aber okay, Dann sind zumindest zwei in der Lage auszuweichen. So, und wir sollten mal Beschleunigung wieder einschalten. Now then. Eigentlich brauchst du vor allen Dingen Heilung für dich selber. Dann heilst die beiden. Death awaits you. So. To shred. Yeah. Thank you so much. On it. They're down! It's mine! This'll be fun! So, du versuch immer wieder einzuschläfern. Hey, you! Rest in peace! It's down! Ask it for it! Very well. So, jetzt könntest du dich selber mal heilen. Ach, Swin hat übrigens diesen Heilquarz, der mehrere Leute dann erwischt und so, also dass die Heil-Items stärker sind. Perfect. No problem. Oh, ich muss noch Beschleunigung einschalten. So, dann nimmst du dir mal einen EP-Trank. Davon habe ich einen. Ich weiß nicht. Nimm mal den einfach, den einfachen. Das andere ist mir zu wertvoll. Für diesen Kampf, den wir ohnehin gewinnen werden. Keep at it. It's mine. Very well. Oh, da ist 10% Hitpoints Regenerierung. Ich muss mal gleich mal eben. Warte mal. Erstmal hier. Das wäre. Rishia wäre, glaube ich, am geeignetsten dafür. Also. Activating Drive. Damit er sich nicht um 30.000 Hitpoints heilen kann. Behold my dance. An illusory offering to departing souls. Sleep,
embraced by silver light! Bind! Break! Oh, gebrochen, wunderbar. Dummerweise ist jetzt gerade Ren eingeschlafen. Und für Zero Craft würde ich Ash gerne nutzen. Come on, let's have ourselves a dance. I ain't done with you yet. Julio? Ray! Sweet dreams. Weil der extrem viel Damage macht gegen Gegner in Break, im Break-Zustand. Und dann machen wir das direkt nochmal. Come on, let's have ourselves a dance. Mit diesem Scorpio Masterclass. Julio? Sweet dreams. On it. Hast du vielleicht mal einen Kaffee für Ren? Oder einen Mint-Drop von mir aus, ja. Drei Runden einschlafen lassen kann ich sie nicht. Also, vor allem hat sie auch Albträume dabei. Why, thank you. My turn now. So, das Genesis ist immer noch vor dem Gegner. Das ist durch. Und ich muss Beschleunigung wieder einschalten. My turn now. Activating drive. Okay. Hip. Keep at it. It's mine. Yeah. Und das war's schon. Good day and goodbye. Ja, diese Kämpfe sind nur dann eine Herausforderung, glaube ich, wenn man das wirklich so macht, dass alle Charaktere ihre Standardausrüstung bekommen. Also was weiß ich, man hat ja nicht für alle Charaktere die beste Ausrüstung. Man verteilt seine Ausrüstung auf seine 30 Leute. Und dann muss man halt mit dem zurechtkommen, was man hat. Ohne vor dem Kampf nochmal Ausrüstung zu wechseln. Dann ist der Kampf schwer bis unmöglich, denke ich. Aber so, wenn man vor dem Kampf nochmal die beste Ausrüstung vergibt, dann ja. Dann schafft man den Kampf auf jeden Fall. Also hat man die Wahl. Wie verschwendet man seine Zeit? Entweder indem man eine Stunde vorher Ausrüstung macht. Oder dass man halt 4-5 Mal diesen Kampf macht, bis man ihn dann schafft. So, 4 Leute bekommen eine bessere S-Craft. Und das war's. Rendering Browsing Interface. Ah, jetzt habe ich wieder nicht das nachgeschaut. Ich wollte doch noch mal wissen, was DEUX, wie auch immer man das ausspricht, bedeutet. Ich muss es noch mal eben kurz tun, sorry.
so. Zwei. Dö ist einfach zwei. Ja, also wenn es Französisch ist. Aber hat das in Sachen Gerechtigkeit noch was zu tun? Gibt es eine besondere Bedeutung? Heißt es die zwei Seiten der Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit für zwei Leute? Ach so, doch, natürlich. Das ist wahrscheinlich die beiden Leute da, Machias und Dingens, die halt für Gerechtigkeit sorgen. Ich meine, es sieht auch ein bisschen so was Western-Style-mäßiges, das Bild, oder? Also ich hatte übrigens nie Französisch in der Schule, ich war der Latein-Typ. Weil die Erwachsenen damals gesagt haben, 3 days after the SSS successfully liberated Crossbell. Wenn jemand ein Talent für Mathe hat, dann wird er auch gut in Latein sein. Weil Mathe und Latein ja beide so unheimlich logisch sind. Dazu möchte ich nur ganz höflich sagen, logisch am Arsch. Latein ist genauso logisch wie die deutsche Sprache. Nämlich gar nicht. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt auch wieder unheimlich viele Ausnahmen und es ist ein, also für meinen recht logischen Verstand war es ein Chaosgewusel, was sehr viel mit Auswendiglernen zu tun hat. Und Mathe hat sehr viel mit logischem Verständnis zu tun. Man muss da gar nicht viel auswendig können bei Mathe. Man muss einfach ein paar Regeln wissen und verstehen, wie das so ineinander greift. Dann ist Mathe gar nicht so schwer. Und bei Latein fehlte mir da immer der Zugang. Das war immer so, na gut, ich nehme das jetzt so als gegeben hin, ich versuche es auswendig zu lernen und dann scheitere ich halt. Trotzdem. Weil ich nicht gut bin in auswendig lernen. Naja. Letztendlich Ende gut, alles gut. Ich habe dann irgendwann mein kleines Latinum dank der Gnade meiner Lateinlehrerin erhalten. Und ja, dafür kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Was hilft mir das irgendwie in meinem Leben jetzt, dass ich Latein kenne? Bei bestimmten Worten, da weiß man halt, es hat lateinischen Ursprung und man auch, wenn man bestimmte Sachen im Italienischen sieht oder im Französischen oder so, dann merkt man schon, aha, das kenne ich noch irgendwo aus dem Lateinischen her. Und es hat vielleicht ein bisschen geholfen, Interesse für Geschichte zu wecken, weil wir was über die Römer gelernt haben, was weiß ich, der Gallische Krieg haben wir dann teilweise gelesen und auch die Ars Amatoria, also die Kunst zu lieben, von Ovid war das, glaube ich, und so, also ein bisschen Kultur hat es dann auch gebracht, irgendwelche Gedichte haben wir auswendig lernen müssen oder übersetzen müssen auch, aber sonst weiß nicht. Hätte mir Französisch mehr gebracht? Hätte ich jetzt auch alles vergessen, wenn man es nicht nutzt, ne? Die Leute, die ich so erlebe, die Französisch hatten und die jetzt irgendwie im Internet aktiv sind, sagen auch alle, sie wissen nichts mehr von Französisch. Naja. 3 Tage, nachdem die SSS erfolgreich Crossbell befreit hat. I found myself being the first of my old classmates to see the city in all its newfound freedom. War ich tatsächlich der erste meiner alten Klassenkameraden, oder der erste aus meiner alten Klasse, der die Stadt in seiner neuen Freiheit erblicken durfte. Excuse me, but would you two be Commander Sonia Bells and Vice Commissioner Pierre? Entschuldigung,
Aber seid ihr zufällig Kommandantin Sonja Belz und Vize-Commissioner Pierre? That's correct. Inspector Regnitz, yes? We've been expecting you. Das ist richtig. Dann bist du bestimmt Inspektor Regnitz. Wir haben dich schon erwartet. Quite an entourage. Oh, da hast du ja schon eine Menge Leute im Schlepptau. It's a pleasure to meet you both. Genau, Inspektor Reiner. Eine Freude, euch beide kennenzulernen. Und die anderen ist das, also der links mit der schwarzen Sonnenbrille, ist das Security? Übrigens, die ganzen anderen Namen kenne ich. Also ich weiß, der in der Mitte, im blauen Hemd, mit blauer Krawatte, den kenne ich. Der stand immer in der Nähe der Fressbude rum. Der hatte so Probleme mit seinem Job, frage mich nicht genau was, aber also der war gut, aber war halt ständig auch stark gefordert. Ich weiß den Namen aber nicht mehr. Und den ganz rechts mit der Machias-ähnlichen Brille, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Die anderen sagen mir nichts. We've come on behalf of the Government Accountability Inspectorate. Wir sind hier im Namen des, nennen wir es mal, Finanzinspektorats der Regierung. Also Accountability kann ich jetzt nicht genau übersetzen. Also es hat sicherlich auch was mit, wie nennt man das heutzutage? Transparenz. Also gegen Bestechung, gegen Korruption. I hope we can count on your cooperation during our visit. Ich hoffe, wir können auf eure Unterstützung zielen während unseres Besuches. Compliance, genau. Heutzutage nennt man es ja immer Compliance. Ordinarily, the withdrawal of all Erebonian troops and weaponry from Crossbell should have happened immediately after the war. Normalerweise hätte der Rückzug der gesamten erebonischen Truppen und Waffen aus Crossbell sofort nach dem Krieg hätte stattfinden müssen. The IDF's occupation had caused a delay, but now it could finally be executed, and overseeing it was our mission. Die Besatzung durch die IDF hat für Verzögerung gesorgt, aber jetzt konnte es endlich ausgeführt werden. Und das zu überwachen war unsere Mission. Okay, also es geht darum, dass die Waffen und Truppen nicht in falsche Hände geraten und dass sie auch wirklich hier alle wegkommen. This critical assignment came directly from my father. A task closely linked with Crossbell's independence to boot. Diese kritische Aufgabe wurde mir direkt von meinem Vater gegeben. Und sie war direkt mit der Unabhängigkeit von Crossbell verbunden. Damit die Unabhängigkeit von Crossbell überhaupt starten konnte. Veteran inspectors in Reinford were entrusted with watching over Tangram Fortress and the local military factory. Erfahrene Inspektoren und die Firma Reinford wurden damit betraut, Tangram Fortress im Auge zu behalten und die dortige Militärfabrik. Ja, Militärfabrik hat ja schon mal nicht geklappt, ne? While I was assigned to the city itself, and my primary focus would be the tower the defense force had occupied. Mir wurde die Stadt selbst zugeteilt und mein Hauptfokus lag im Turm, also im Orcus Tower, der von der Defense Force besetzt worden war. The SSS only knows how to do it big, don't they? Can't believe they pulled this off. Wenn die SSS was durchführt, dann nur im großen Stil, was?
Ich kann gar nicht glauben, dass sie das tatsächlich durchgezogen haben. I heard Eunice still out of school to help them in dealing with the aftermath. Ich hörte, dass Yuna immer noch von ihrer Schule beurlaubt ist, um mit den Nachwirkungen hier aufzuräumen. Thank you. I think we have a better handle on what happened here now. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt einen besseren Überblick darüber, was hier passiert ist. Oder wir haben die Sache besser im Griff, könnte man auch sagen. So after the SSS charged in. Also, nachdem die SSS hier reingestürmt ist. I remember him from the files related to the SSS. First Division, I think. What was his name again? An den Typen kann ich mich noch erinnern, aus den Akten von der SSS. Ich glaube, der gehörte zur ersten Division. Warte mal, wie hieß der noch? Never mind. I need to focus on work. Off to the 36th floor, then. Egal, ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Genau, Makias, so sage ich das auch immer. Scheißegal, wie die Leute heißen, ich muss hier weiterspielen. Also, auf zur Etage 36. Also zum 35. Obergeschoss, genauer gesagt. Es war eine gigantische Aufgabe, dass Makias das Innere des Orkis Towers inspizieren sollte. Er musste sich jede Scherbe zerbrochenen Glases angucken, jede runtergefallene Vase und so. Warum? Ist das irgendwie von Beleuchtung? Das erinnert mich so an unnötige Bürokratie, wo wirklich exakt alles aufgenommen wurde. Die Leute machen sich eine Riesenarbeit und es ändert doch nichts. Vor allen Dingen, also gehen wir mal davon aus, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie da zu kontrollieren, dass die Waffen ordnungsgemäß entsorgt werden. Das wäre alles eine wichtige Arbeit. Aber hier akribisch zu gucken, wie sind die Glasscherben zerbrochen und wie war der Vorfall und was ist genau hier passiert, hat doch für die Zukunft keinen Nutzen. Und dennoch ist Makias der Meinung, er macht hier was ganz, ganz Wichtiges. Während wir Hand in Hand arbeiteten mit der Ortspolizeibehörde und der Crossbill Guardian Force, wollte er sicherstellen, dass kein Angriff der IDF unbemerkt vonstatten gehen würde. Auch das, wissen wir schon mal, hat nicht geklappt später. Bei der Vertragsunterzeichnung kamen die einfach so und niemand hat was gemerkt. Also, allein daran sehen wir auch schon, dass diese ganze Arbeit hier für die Katz war. Und wie man das jetzt feststellen will oder organisieren will, dass die IDF nicht mehr angreifen kann, indem man hier die Glasscherben kontrolliert, ist mir ein Rätsel. Die Arbeit war sehr erschöpfend, sowohl geistig als auch physisch. Tag ein, Tag aus war er ständig gehetzt. Und hat also bis nach Mitternacht gearbeitet. Es war keine Zeit, nochmal abends ein Trinken zu gehen mit seinen Kollegen. Es ging nur um ihn und seine Arbeit. Er konnte spüren, wie die Erschöpfung ihn langsam auffraß. Ja, für sowas muss man dann auch geboren sein. Es gibt ja so Leute, denen liegt das und anderen Leute, die mögen das gar nicht. Gott sei Dank gab es dort ein örtliches Café, das wie
ein himmlischer Zufluchtsort wurde für seine müde Seele. Thanks for waiting. Here's one of our very own Dark Rose specials. Danke, dass du gewartet hast. Hier ist eine unserer dunklen Röstspezialitäten. Thank you. Dankeschön. There's no better morning ritual than one that starts with a good cup of coffee. Es gibt einfach kein besseres Morgenritual als eine gute Tasse Kaffee. Now I can start work with my best foot forward. Nun kann ich ja die Sache richtig angehen. Also er meint halt so angehen, als wäre er mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Es fällt mir schwer, dafür eine deutsche Redewendung zu finden. Jetzt kann ich mit einer positiven Einstellung meine Arbeit beginnen. Hey, check out the Imperial. Hier, schau dir mal die Kaiserchronik an. Oh yeah, a pal of mine in the tower was telling me about having to work with that guy. Ja, ein Kumpel von mir im Tower hat mir mal davon erzählt, dass er mit diesem Typen arbeiten musste. Ich vermute mal, es geht um Machias. Thanks for waiting. Here's one of our very own Dark Rose specials. Danke, dass ihr gewartet habt. Hier ist eine unserer speziellen dunklen Rüstungen. Much obliged. Ja, danke, sehr gerne. Ah, Dudley hieß er. Okay. Nothing like that first cup of the day. Es geht doch nichts über die erste Tasse Kaffee des Tages. Da haben sich zwei gefunden, was? Also, die Leute, die jetzt die Crossbell-Saga gespielt haben, können das noch besser einschätzen, ob Dudley und Machias so aus einem Holz geschnitzt sind. Er war fest entschlossen, seinen Job gut zu erledigen. Für die SSS, die an seiner Seite während des Great Twilights gekämpft hat. Und für all seine Freunde, die das taten, was sie konnten, zu Hause im Kaiserreich. Und für seinen Vater, der daran glaubte, dass er einer solch wichtigen Aufgabe gewachsen sei. Ich muss das erstmal verstehen, was da steht. Aber er wusste noch nicht, dass dieser schwer verdiente freie Tag in einigen Tagen würde, dass er sich auch komplett um sein Lieblingsgetränk drehen würde. Also in ein paar Tagen hat er einen freien Tag, den hat er sich schwer erarbeitet und da geht's auch um Kaffee. You're all out of dark roast? Oh, eure Spezialröstung ist nicht mehr da. Ausverkauft. I'm so sorry, sir. I know it's your go-to coffee. Es tut mir leid. Ich weiß ja, das ist dein Lieblingskaffee. Ours is ground with beans imported straight from Orid. Der Kaffee besteht aus Bohnen, die direkt aus Orid importiert wurden. Kennen wir Orid? Habe ich glaube ich noch nie gehört, den Ort. But I'm afraid something's happened that's made it impossible to get back in stock. Aber ich fürchte, irgendetwas ist passiert, wodurch wir unsere Vorräte nicht nachfüllen konnten. The owner was saying something about crime being afoot. Der Besitzer sagte, dass es irgendwie um ein Verbrechen geht. Wait,
What crime is being committed? Moment, was für ein Verbrechen? Da wird Makias direkt erstmal hellhörig. Oh, sorry, sir. Listen to me, go on. Hört mich einfach mal an. Not at all. In fact, do go on. Achso, nee, sie wollte nicht weiter sagen. Doch, mach mal weiter. Okay, jetzt mischt sich Dudley wahrscheinlich auch ein. Detective. Well, what he said. Our morning's just not the same without your coffee. Ich meine, die Leute, wenn es jetzt schon Verbrechen gegeben hat, werden sie hellhörig. Und wenn das noch ein Verbrechen ist, wodurch die ihren Kaffee nicht kriegen, ist das nochmal doppelt so schlimm. Naja, was auch immer, was er sagt, ich stimme dem zu, was er sagte. Unser früher Morgen ist einfach nicht der gleiche ohne unseren Kaffee. If you don't mind, could you let us speak to the owner of this establishment? Und was ich jetzt auch noch nicht ganz begriffen habe, können die jetzt gar keinen Kaffee mehr trinken oder ist nur eine bestimmte Sorte aus? Also sonst könnte man ja dann auch mal ausnahmsweise einen anderen Kaffee trinken. Aber ich vermute mal, dass Makias und Dudley hier heute gar keinen Kaffee trinken können und deshalb so ein bisschen aufgebracht sind. Naja, wenn es dir nichts ausmacht, können wir mit dem Besitzer mal sprechen. Ja, sowas geschieht in letzter Zeit öfter mal. Wir haben allerlei Nachfragen wegen verloren gegangener Pakete oder dass Lieferungen an die falsche Adresse gingen. Ich vermute, dass die Wiederaufnahme des Handels dafür gesorgt hat, dass die Firmen jetzt im Chaos versinken. Also ich versuche es mal zu deuten, was der Flughafenangestellte hier sagt. Ich glaube, mit den Companies meint er die Transportunternehmen. Dass dadurch, dass jetzt hier Crossbill befreit wurde, wieder unheimlich viel Handel in Bewegung gesetzt wurde und dass deshalb die Transportfirmen überfordert sind derzeit. Ich hoffe, das wird sich mit der Zeit wieder beruhigen. Genau, da wäre ich zum Beispiel, ich bin ja gar nicht so wie Makias in dieser Beziehung, also ich will nicht unbedingt Dinge sofort aufklären oder so. Ich würde dann schon sagen, wir gucken mal erstmal ein, zwei Wochen und vielleicht beruhigt sich das ja von selbst wieder. Makias ist ein anderer Typ. Der sagt sich, nee, wir müssen der Sache sofort auf den Grund gehen. Danke für deine Zusammenarbeit. Ich hatte ja schon so eine Ahnung, nachdem ich gehört hatte, was der Kaffeebesitzer sagte. Aber wow. Das geht noch tiefer, als es sein sollte. Es passt auch zu bestimmten Polizeiberichten. Es gab Probleme bei der Kommunikation und bei der Lieferung in der Verwirrung nach der Befreiung von Crossbill. Und es konnte zurückverfolgt werden zu importierten Gütern und Waren des täglichen Bedarfs. Also ich glaube, würde man auf Deutsch Kurzwaren sagen, also vor 100 Jahren hat man glaube ich noch Kurzwaren gesagt, die halt einfach verschwunden sind.
Genau, und es sind zu viele Fälle dafür, als dass es einfach Zufall sein könnte. Genau, und mich erinnert das Ganze an diese Vorkommnisse in Heimdall, wo ja auch Armeeangehörige sich Vorräte beschafft haben und Waffen und so. Vielleicht ist es ja auch hier so, dass die Drahtzieher der Vereinten Nationen sozusagen hier schon im Hintergrund tätig sind und sich auch mit Vorräten eindecken. Wenn die Zeugenaussagen glaubwürdig sind, geht es auch nicht nur um Restaurants. Jedes Geschäft könnte ein Opfer werden. Und man erkennt da kein Muster. Weiß nicht genau, was er damit sagen will. Man hat zu wenig Leute, um das genau zu untersuchen. Gibt es da mehrere Täter oder ist es ein Einzeltäter? Was ist ihr Modus operandi, also ihre Vorgehensweise? Wir müssen Informationen sammeln. Es ist möglicherweise etwas spät, aber ich wurde aus dem Kaiserreich hergeschickt, um die Geschäfte im Orkis Tower zu überprüfen. Und mein Name ist... Ja, du bist Inspektor Matthias Regnitz, das weiß ich. Ich bin Alex Dudley von der CPD First Investigative Division. Ach so, du wusstest schon die ganze Zeit, wer ich bin. Vermutlich aus Berichten der SSS. Die First Division kümmert sich auch um ausländische Affären oder um Dinge, die halt im Ausland passieren. Deshalb weiß ich natürlich, wer du bist. Dein Vater ist der Abgeordnete Regnitz und du bist ein Mitglied von Klasse 7. Und aus diesen Gründen bist du natürlich auch schon mal unter Beobachtung. Ja, natürlich. Das soll jetzt aber nicht dazu führen, dass es eine eisige Stimmung zwischen uns gibt. Zum ersten Mal seit einer ganzen Weile bin ich nicht im Stress, aber ich werde auch nicht tatenlos zusehen, wenn mein Kaffee in Gefahr ist. In den zukünftigen Tagen stehen uns noch allerlei Prüfungen bevor. Und ich werde die nicht in Gefahr geraten lassen, weil mir eine einfache Tagesfreude entgeht. Oh. Also, Inspektor Regnitz, darf ich dich um Zusammenarbeit bitten mit meiner unabhängigen Untersuchung? Ich gehe davon aus, dass das außerhalb unserer Gerichtsbarkeit ist, also unserer Zuständigkeit. Aber ich hoffe, du sagst trotzdem ja, als Freund des Kaffees. Ja, und daran können wir schon mal sehen. Vorher dieses blödsinnige Gelaber, dass Machias so viel zu tun hat, scheint ja auch nicht zu stimmen, wenn er jetzt Zeit hat, sich um verschwundenen Kaffee zu kümmern. Wobei eben ja noch versucht wurde, es zu erläutern, dieser Tag, diesen freien Tag hat er sich schwer erarbeitet. Also ist jetzt seit einiger Zeit ein erster freier Tag. Und da wollte er einen Kaffee trinken und dann hat er gesagt, okay, da muss ich jetzt doch der Sache nachgehen. Okay, also Marquardt muss doch viel arbeiten, ja. Ja, da unterstütze ich doch gerne.
Und so bildeten die ja eine ungewöhnliche freundschaftliche Zusammenarbeit und begannen eine Untersuchung für ihre geliebten bitteren Bohnen. Zunächst einmal machten sie einen Abstecher in das lokale Kaufhaus und da befragte Makias seine alte Freundin Patiri. An Patiri kann ich mich noch sehr gut erinnern. Sie hat ja nie ein Blatt vom Mund genommen. Der angesehene Händler Harold Hayworth war der nächste auf der Liste und er schlug vor, jeden Distrikt zu besuchen, um die dortigen Kaufleute zu befragen. Ja, ich weiß, wer der Typ ist, über den ihr da sprecht. Diese Route habe ich die ganze Zeit selber mal benutzt. Achso, jetzt geht es gar nicht um den Typen. Also es geht um die Route. Glücklicherweise habe ich dafür gesorgt, schon vorzeitig ein paar Dinge zu verfrachten. Das heißt, uns sind noch keine Lagerbestände ausgegangen. Ich vermute, wer auch immer dahinter steckt, ist entweder ein Frischling in der Unterwelt oder sie haben keine Angst vor dem Tod. Oder vielleicht auch beides. Und warum glaubst du das? Ich beantworte diese Frage gerne, aber die kostet was. Allerdings kann ich dir einen Rabatt gewähren, Detective. Ich dachte, er hätte vielleicht mehr Bedenken, was ihre Arbeitsweise angeht. Ja, das wundert mich auch so ein bisschen, dass so jemand wie Dudley, oder wenn ich ihn jetzt mit Makias gleichsetze, so von der Charaktereigenschaft, würde jemand wie Makias mit einer zwielichtigen Schwarzhändlerin zusammenarbeiten. Makias ist doch so ein penibler Typ, der würde sagen, nein, ich mache nur Geschäfte mit Leuten, die auch eine weiße Weste haben. Weil er vielleicht sonst Angst hätte, er macht sich irgendwie mitschuldig. Ja, mehr haben wir auch nicht rausgefunden. Das bedeutet also mehr Schaden für die Einwohner hier, als ich gedacht hätte. Das ist eine unglaubliche Hilfe, also vielen Dank. Die Junior SSS bringt mir alles, was ich mir erhofft habe und noch mehr. Gut. Nach all dem, was die SSS für uns tut, versuchen wir ihnen natürlich auch zu helfen. Frag uns nach Hilfe, wenn du sie brauchst. Das mache ich bestimmt. Ich komme noch mal auf euch zurück später. Er schaltet gedanklich schneller, als ich gedacht habe. Ich frage mich, warum ich diese Seite von dir nicht vorhergesehen habe. Ich hatte nicht geglaubt, dass du der Typ dafür bist, der Beziehungen pflegt zu Nine Valley oder zu irgendwelchen Hintergassenkneipen.
der Wert eines Detectives ist nur, also der sieht, also jemand, ja, wie soll ich das übersetzen? Ein Detective ist nur dann sein Geld wert, wenn er in der Lage ist, wertvolle Hinweise zu bekommen aus dem Untergrund. Ja, das sehe ich ja auch so wie Dudley, aber ich hätte Dudley eben auch nicht so als diesen Typen eingeschätzt. Also so Leute wie Randy oder Lloyd oder so, die reden natürlich auch mit zwielichtigen Gesellen, aber Dudley wirkt wirklich wie so ein, ja, wie hätte man es gesagt, wie so ein Korinthenkacker, also der wirklich sagt, der eben auch, wo man auch im Privaten, also wenn ich jetzt mit Dudley irgendwie familiär verbandelt wäre oder befreundet oder wie auch immer, dann würde ich ja schon meine Worte gegenüber Dudley immer mit Bedacht wählen, dass er mich dann so nicht komisch anguckt oder so, dass ich wieder irgendwas falsch gemacht habe oder so. Ich würde mich von ihm immer beurteilt fühlen. Anhand deiner Akte hätte ich bei dir auch geglaubt, dass du mehr so gerade heraus bist, oder was, ne, gerade heraus ist der falsche Ausdruck. Aus deiner Akte hätte ich auch dich eher für so einen Korinthenkacker gehalten. Verstehe mich nicht falsch, aber auf dich trifft das mehr zu als auf mich. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Die Unabhängigkeit von Crossbell steht auf dem Spiel. Und da kann ich es mir nicht erlauben, dass meine Unerfahrenheit als Inspektor die Unabhängigkeit von Crossbell scheitern lässt. Ich glaube ja nicht, dass... Wo ist denn jetzt die nächste Bar? Ups, sorry. Nein, kein Problem. Ich hätte aus dem Weg gehen sollen. Wenn ich mich recht entsinne, arbeitet der Typ bei der Abteilung Allgemeine Angelegenheiten im Orcus Tower. Diese Brille. Du bist der Inspektor aus dem Kaiserreich. Hat der IEF den Ausgang gezeigt, die ganze Papierarbeit in Ordnung gebracht. Du arbeitest sehr hart. Ich glaube, es ist nicht so leicht für den Kaiserlichen, das zu beenden, was Kaiserliche angefangen haben, oder? Also ich würde das jetzt nicht so ausdrücken. Weißt du, ich habe sehr viele Geschichten gehört. Über Betrüger. Okay, also ich versuche mal, das in eigenen Worten zu übersetzen. Es gibt halt Kriminelle, die Crossbell jetzt wieder zu einem Hort des Verbrechens machen wollen, also so eine Art mafiöse Struktur hier einrichten wollen. Dass Crossbell wieder zu einer Stadt der Sünde wird, die es einmal war, bevor die SSS hier aufgeräumt hat. Und das ist alles die Schuld von euch Bastarden. Ihr kommt hier rein und haut alles zu Klump, was wir mühsam aufgebaut haben. Jetzt reicht's aber. Ich verstehe ja, dass die... dass das Mundwerk lose wird, wenn man getrunken hat. Aber wenn da noch weiter was aus deinem Mund rauskommt, dann hat das Konsequenzen.
Nein, dich kenne ich doch auch irgendwo her. Was machst du denn da, du Schwachkopf? Belästige hier nicht einfach dahergelaufene Leute auf der Straße. Ich möchte mich für ihn entschuldigen. Er wird halt so, wenn er zu viel getrunken hat. Ja, kleiner Tipp, dann trink halt nicht so viel. Detective Dudley, Inspektor Regnitz. Oh, Aidios, es tut mir so, so leid, wenn mein Freund hier unhöflich war. Ich glaube, er hat einfach zu viel Überstunden gemacht seit der Befreiung. Ich glaube, er hat einfach zu viel getrunken seit der Befreiung. Komm schon, wir gehen jetzt. Ich weiß, es ist dein freier Tag, aber du hast echt zu viel getrunken. So, ein paar kann ich noch vertragen. Wenn du noch eine Minute Zeit hättest. Dein Freund erwähnte hier kriminelle Aktivitäten, die im Aufschwung wären. Also irgendwelche Betrügereien. Weißt du zufällig etwas darüber? Wir sind hier mitten in einer Untersuchung. Also jeder Hinweis, den du mit uns teilen könntest, wäre sehr geschätzt. Ich glaube, ich weiß was. Ja, da ist dieser verdächtige Kaufmann, der quasi also nachgemachte Produkte verkauft er. Also von irgendwelchen Marken irgendwelche Duplikate. Händler haben hier schon Nachfragen bekommen von Kunden. Wir wollten uns deswegen sowieso mal bei der Polizei melden, also ist dein Timing perfekt. Möchtest du die Namen der Geschäfte wissen? Das wäre großartig, danke. Nach dem neuen Hinweis von einer unerwarteten Quelle gingen sie direkt zu den entsprechenden Geschäften. Sie gaben sehr freudig Hinweise zu diesen Imitatprodukten. Die Zeugenaussagen glichen sich beinahe wie ein Ei dem anderen. Dann mit den vielen neuen Informationen stimmten sie zu, einen Ort zu finden, wo sie sich mal die Füße ausruhen konnten. Und es gab keinen besseren Platz, um sich irgendwo mal hinzusetzen, als eine bestimmte Bäckerei in der Weststraße. Wir haben einige Informationen sammeln können. Ah, guck mal, hier gibt's doch Kaffee, ne? Hier, die haben noch Kaffee. In der Tat. Ach so, dann sind das doch keine Imitate, die da verkauft wurden, sondern die verschwundenen Waren, die hat denn irgend so ein Schwarzhändler billig verkauft. Okay, also so mehr nach dem Motto, da ist was vom LKW gefallen und das verkaufe ich jetzt günstig. Ja. Da gehören auch bekannte Marken zu, wie Firma Quincy und Firma Streger. Und da gab es dann Kaufleute, die das gleiche Produkt angeboten haben für einen weitaus geringeren Preis. Ach nee, okay, dann war mein erster Eindruck doch der richtige. Diese Alternativen sind aber minderwertige Waren. Also ist doch nicht das Geklaute aus den Paketen. Okay. Aber wenn die das dann rausfinden, dass es minderwertige Waren sind, ist der Kaufmann bereits verschwunden. Ich glaube, da gibt es eine Verbindung. Ja, zweifelsohne hat es eine Verbindung zu unserem derzeitigen Fall. Es gibt also Betrug
und nachgemachte Waren. Wenn du dir immer noch Sorgen machst, was dieser Typ vorhin sagte, das solltest du nicht. Nur weil du aus Erebonia bist, bedeutet das nicht, dass du die Schuld deines ganzen Landes auf deinen Schultern tragen musst. Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber der Typ ist ein Repräsentant der Meinung von vielen Leuten aus Crossbell, der Mehrheit sogar. Und da kriege ich das Gefühl, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Die Meinung der Leute aus Crossbell ist ohnehin festgefahren. Die hassen mich. Die hassen mich einerseits, weil ich aus dem Kaiserreich bin, und die hassen mich nochmal, weil ich Inspektor bin. Verstehe. Du erinnerst mich an mich selbst, als ich noch jünger war. Ah, wie kommt das? Du hast ein sehr starkes Gerechtigkeitsgefühl und deshalb möchtest du unbedingt den Erwartungen gerecht werden, die in dich gesetzt werden. Aber mittlerweile ist dieser Druck so stark geworden, dass er dich erstickt. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht hast du recht. Jetzt, wo der Kanzler weg ist, stürmt das Kaiserreich in eine neue Ära. Und mittendrin ist jetzt mein Vater, der Kanzler des gesamten Landes. Und der erste Schritt, den wir in dieser neuen Ära gehen müssen, ist unsere Beziehung mit Crossbell zu restaurieren und stabilisieren. Ich glaube, das erwartet er von mir, dass diese Inspektion letztendlich auf dieses Ziel hinausarbeitet. Und hier bin jetzt ich und habe alle Hände voll zu tun, nur mit meiner täglichen Arbeit. Ich hasse mich dafür, was für ein Nichtsnutz ich doch bin. Ich hoffe, ich darf dir da widersprechen. Ich glaube, du solltest mehr Vertrauen in dich selbst haben. Du hast den dornenbewachsenen Weg gewählt, ein Inspektor zu werden. Ganz egal, wie schwierig es auch wird. Und trotz deines jungen Alters wurde dir eine wichtige Aufräumarbeit anvertraut. Nach dem Krieg. Das beweist mehr als alles andere, dass du dafür qualifiziert bist. Und das bedeutet, dass du den Erwartungen deines Vaters auch gerecht werden kannst. Ich kriege immer Panik, wenn ich nicht schnell genug Resultate liefern kann. Aber ist ein Kaffee nicht noch göttlicher, wenn die Bohnen länger geröstet wurden? Ich weiß nicht, längere Röstzeit heißt ja auch mehr bitter, oder? Ich bin sicher, du verstehst es, was ich damit sagen will, als Liebhaber des Kaffees. Ja, du hast recht. Ich habe versucht, mich unnötig zu beeilen bei meiner Arbeit, aber das hat die Lage nur verschlimmert. Vielleicht nehme ich mir etwas mehr Zeit, um Resultate zu produzieren. Lieber langsam und stetig, als mich selbst in Grund und Boden zu arbeiten. Das ist die richtige Einstellung. Hallo Detective. Und hallo Inspektor.
Ich weiß nicht, ob ich euch beide schon mal am selben Ort gesehen habe. Wenn ich mich recht entsinne, bist du von der früheren Anwaltskanzlei, oder? Ich habe ihn gefragt, ob er bereit ist, mit einer Untersuchung oder bei einer Untersuchung von mir mitzuhelfen. Wir machen hier nur kurz Pause. Was denn für eine Untersuchung, wenn ich fragen darf? Geht es um den Händler der gefälschten Waren? Du hast viel Zeitung gelesen, was? Ja, Grace kennt momentan kein anderes Thema. Und ich weiß, dass die SSS damals einen ähnlichen Fall hatte. Deshalb bin ich die alten Sachen nochmal durchgegangen. Ja, und? Möchtest du uns diese Hinweise mitteilen? Wenn wir ein paar Beweise finden, könnte die First Division eine Verhaftung durchführen. Oh, mir macht das gar nichts aus. Du hast in der Vergangenheit so viel für mich getan, wie kann ich da Nein sagen? Aber halte es vor Grace geheim. Wenn sie das rausfindet, könnte sie versuchen, bei unserer Untersuchung einen Platz in der ersten Reihe zu bekommen. Ja, das kann ich mir gut ausmalen. Ich werde das im Kopf behalten. Ein paar Stunden später. Ein verschlagener Mann. Ja, diesmal habe ich wirklich den Jackpot gezogen, was? Crossbell enttäuscht mich niemals. Abgesehen ein paar Mal, wo es halt nicht so gut gelaufen ist. Ich könnte selbst gar nicht glücklicher sein über unsere Geschäftsbeziehung. Auf diese Art und Weise ist es viel leichter, die Dinge in Gang zu setzen. Ja, das ist doch mein Text. Ich hoffe, wir können den meisten Profit aus unserer Geschäftsbeziehung herausholen. Wenn Crossbell wieder unabhängig wird, dann wird es vielleicht noch leichter, Geschäfte zu machen, als unter der Knute des Kaiserreichs. Ja, endlich haben wir wieder ein Jagdgebiet für unsere Eins. Haha. Hehehe. Hohoho. Was hat das zu bedeuten? Wer seid ihr beiden denn? Wenn das nicht Minith, der Conman ist, und der berüchtigte Fälschungshändler aus Calvard. Aus Calvard, deshalb kenne ich den nicht. Du bist also der Kriminelle, der so viele Probleme in Crossbell verursacht hat. Was? Ah, du kennst mich also. Also hat mich meine Vergangenheit wieder eingeholt.
Ich hätte es dieser verfluchten Special Support Section niemals erlauben dürfen, mich zu fassen. Ja, die Akten, die die CPD noch von dir hatte, haben sich als praktisch erwiesen. Wir wissen alles, was du vorhast. Also, gib auf. Also liegt es an dieser hartnäckigen SSS mal wieder. In diesem Fall ist es ein perfektes Timing. Ich wollte nämlich schon meine Dankbarkeit dafür erweisen, für all das, was sie für mich getan haben. Ist sie am Durchdrehen, so weckt sie noch die gesamte Stadt auf. Auch ich hatte schon mein Zusammentreffen mit der SSS. Wenn ihr Freunde von denen seid, dann ist es eine exzellente Gelegenheit, ein wenig Stress abzubauen. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Wir werden rohe Gewalt einsetzen, um euch auf die Knie zu zwingen. Also verschwindet von hier, ihr Lakaien. Erteilen wir diesen vieräugigen Kohlköpfen mal eine Lektion. Also eigentlich Salatköpfen, aber würden wir hier nicht sagen. Was? Niemand kommt? Wo zur Hölle sind die denn? Ach herrje. Wie haben denn die Bullen den Treffpunkt rausgefunden? Verdammt, deshalb arbeite ich so ungern mit Leuten, die sich immer erwischen lassen. Meint der Typ mich? Ich habe euch doch gesagt, sind euch zwei Schritte voraus. Die ganze Abteilung wird schon gleich hier sein. Ich hoffe nicht, dass ihr glaubt, entkommen zu können. Sind wir nicht clever? Wir müssen nur an euch vorbeikommen. Und wenn ihr nicht zur Seite geht, dann werden wir euch dazu zwingen. Schnappt sie. Wir machen das auf deine Weise. Wir sind so gut vorbereitet, wie es nur geht. Ich verlasse mich auf dich, Inspektor Regnitz. Natürlich. Ach, zum Glück muss ich nicht selber kämpfen. So, dann nur noch zwei. Ach, diese wertlosen Idioten. Was für ein wahrlich tragisches Ende. Für euch! Als ob ich so leicht aufgeben würde! Was ist für ein Symbol da an seiner Waffe? Haha, für euch ist alles vorbei. Ich habe immer noch eine Waffe. Ist ja klar, Kent. Begreifst du es jetzt? Das hier ist der eiserne Hammer der Gerechtigkeit. Haha, fresst meinen Staub, ihr Bastarde. Das im Boot zu sagen, macht auch irgendwie wenig Sinn, ne? Ich habe immer einen Ort, wie ich entkommen kann. Solange es einen Horizont gibt. Tja. Leider Benzinkabel durchtrennt. Warum startet der Motor nicht? Natürlich haben wir deinen Fluchtplan bereits entschlüsselt. Wir sind also dir einen Schritt voraus und haben die Energiezufuhr zum Motor abgezogen. Du kannst gerne versuchen zu schwimmen. Wie kannst du es wagen? Nun, Frau... Imitate-Händlerin Minith.
Zuvor bist du nur entkommen, weil du Ausländerin bist. Aber das endet heute. Crossbell und die Gesetze werden wieder durchgesetzt. Also es entwickelt sich weiter. Ich verstehe nicht, was er mir sagen will, ist auch egal. Endet das wirklich so? Unser Plan war doch perfekt. Wie konnte das passieren? Ja, ihr habt eben nicht mit Kaffeeliebhabern gerechnet. Verdächtige Person festgenommen, 2.10 Uhr. Und so ist die Händlerin der Fälschungen und der Schwindler, ja, so wurden sie endlich festgesetzt. Die Versorgungsrouten haben sich schnell wieder normalisiert, als die Untersuchung weitergeführt wurde. Ja, also, ja, die Verdächtigen sind festgenommen, deshalb ist das Verbrechen jetzt nicht mehr da. Es war, und kurz danach konnte Macias hören, dass das Café seine Lieblingskaffeebohnen wieder im Vorrat hatte. Und das inspirierte ihn dazu, am nächsten Tag vor der Arbeit dort wieder hinzugehen. Was ich jetzt immer noch nicht begriffen habe, was haben verloren gegangene Pakete und Produktimitationen, also Fälschungen, miteinander zu tun? Also letztendlich ist mir anhand dieser Story nicht ganz klar geworden, was jetzt hier passiert ist, was in welcher Form das Verbrechen ausgeübt wurde. Das Interessante an dieser Episode war für mich einfach nur zu erkennen, dass Dudley und Macias Gemeinsamkeiten haben. Ansonsten fand ich die Geschichte jetzt sehr beliebig und uninteressant. Als ob man einem jetzt sagt, du, ich brauche nochmal irgendwie eine Krimi-Episode in Crossbell, du hast 15 Minuten Zeit, was zu schreiben. Thanks for waiting. Here's one of our very own Dark Rose specials. Boy, I think my jaw about hit the floor when I heard the case had been solved. Mir ist ja richtig die Kinnlade runtergefallen, als ich hörte, dass der Fall gelöst wurde. Thanks to you two, it barely put a dent in business. We owe you one. Dank euch beiden hat es dem Geschäft kaum geschadet. Dafür schulden wir euch was. Wenn du jetzt versuchst, Macias einen Kaffee auszugeben, wird Macias ablehnen müssen. Das ist nicht compliant. So, the owner said it's on the house today. Keine Bestechung hier. Der Besitzer sagt, das geht aufs Haus. Oh, wow, thank you. Oh, danke schön. Das finde ich übrigens sehr gut, dass Macias diesen Kaffee jetzt annimmt und trinkt. Das heißt, er ist doch nicht so ein Korinthenkacker, wie ich denke. Denn natürlich hat dieser Kaffee nichts mit seinen Handlungen zu tun. Es ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, oh Mensch, jetzt hat mir das Kaffee einen Kaffee ausgegeben. Jetzt fühle ich mich verpflichtet, mein Auge zuzudrücken, wenn es um die Geschäftsbeziehung geht oder so. Ach, und sie haben sich mal an denselben Tisch gesetzt. Ah, it's dark roast or nothing in the morning. I love the way you can feel it coursing through your body from the first sip. Can't start my day without it. Ich liebe das Gefühl, wie der Kaffee so den Körper runterläuft. Man spürt es schon beim ersten Schluck. Ohne kann ich meinen Tag nicht beginnen. Ja, das bedeutet, Dudley und Macias sind auf jeden Fall kaffeesüchtig. Ansonsten könnten die Leute ja auch sagen, nee, ich mache mal 2-3 Tage ohne Kaffee, ist egal. Und dann mal wieder einen schönen Kaffee, ist halt ganz nett. Aber nein, es ist schon eine körperliche Abhängigkeit da. And speaking of,
I have something I'd like to share with you a little later. Übrigens, nicht schlimm, wenn man kaffeesüchtig ist. Also, man muss sich dessen halt nur bewusst sein. Also, es ist ja nicht so, dass man hat ja die freie Entscheidung. Ob man das, kann ja sein, dass man das akzeptiert, dass man kaffeesüchtig ist, und dann ist das halt den Preis, den man bereit ist zu zahlen, dafür, dass man halt, ja, vielleicht mehr Energie hat den Tag über und so und ja, mehr Leistung bringen kann. Naja, wo wir gerade davon sprechen. Ich möchte dir nachher noch etwas mitteilen. Are you free for lunch? I know a place with food that goes spectacular with any brew. Hast du mittags schon was vor? Ich kenne sonst einen Ort, wo man was essen kann. Zu jedem Getränk. Also ein Essen, wo das Getränk keine Rolle spielt. Warum auch immer. Absolutely, I'm free. Ja, ich habe auf jeden Fall Zeit. Ja, schön, dass Machias hier einen Freund gefunden hat. Und damit endet die Gerechtigkeit zu zweit. Und wir haben ein Kaffeerezept bekommen. Fällt mir ein, ich habe schon lange nicht mehr gekocht, aber ich werde jetzt auch nicht kochen. Vielleicht koche ich gar nicht mehr. Weiß ich noch nicht. Jedenfalls, nächste Folge haben wir immer noch eine Episode, wo Tita an einem neuen Exoskelett arbeitet. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.